Solange wir zahlen, hältst du dich an unsere Regeln. So läuft derzeit der Umgang mit Arbeitslosen beim Jobcenter. Wer zum Beispiel zu einem Termin nicht erscheint, spürt das auf dem Konto, die Bezüge werden gekürzt. Um diese Sanktionen gibt es derzeit Streit in der Großen Koalition. Arbeitsministerin Nahles will sie entschärfen, die Union nicht. Sie will dagegen positive Anreize setzen. Schaut man sich die Wirklichkeit an, dann wird schnell klar, oft wird völlig willkürlich sanktioniert und schikaniert. Die beiden kämpfen sich durchs Leben. Hans-Günther Klein hatte zwei Tumore im Kopf. Sabine Klein plagen chronische Schmerzen. Zum Arbeiten fühlen sie sich zu schwach. Nach einem langen Arbeitsleben bleibt nur Hartz IV. Und auch hier müssen sie kämpfen. Wir haben beide über 30 Jahre schon Vollzeit gearbeitet. Ich habe mit zwei Kindern Vollzeit gearbeitet. Und jetzt kürzt man uns so weit runter, dass es zum Nötigsten nicht mehr reicht. Schikaniererei bis zum geht nicht mehr. Und das macht einen immer kränker. Hans-Günther Klein ist immer gerne zur Arbeit gegangen. Er leidet auch an Diabetes und unter den Folgen mehrerer Bandscheibenvorfälle. Einige Gutachten bescheinigen seine Arbeitsunfähigkeit. Doch die erkennt das Jobcenter nicht an. Es beruft sich auf ein anderes Gutachten. Demnach könne Klein ein paar Stunden arbeiten und seine Frau ebenso. Beide erhalten Post. Die bisherigen Leistungen würden jetzt gekürzt. Um rund 300 Euro im Monat. So sei das Gesetz. Das ist nur noch Verzicht. Nur noch Verzicht. Keine Kultur mehr. Es ist wirklich das Nötigste, an Lebensmitteln zu kaufen. Dafür und dann eben die Miete. Die Miete ist das Allerwichtigste. Sonst haben wir das hier auch nicht mehr, weil unser Vermieter wird das sich auch nicht angucken. Ja, Verzicht. Die volle Härte der Hartz-IV-Gesetze. Das Ehepaar Klein findet, dass das Jobcenter viel zu hart mit ihnen umgeht. Mit dem Anwalt Hans Geiger besprechen sie, ob sie sich gegen die Kürzungen wehren können. Schließlich gäbe es auch einen Ermessensspielraum. Wenn ich nach Recht und Gesetz gehe und schaue, wie krank diese Menschen sind, dann darf ich mit ihnen nicht so verfahren. Vor allen Dingen, wenn man auch persönliche Gespräche mit den entsprechenden Sachbearbeitern geführt hat, die auch dann persönlich sehen, wie es geht. Nicht nur die ärztlichen Berichte vorgelegt gekriegt haben, in denen eigentlich alles drinsteht, dass sie nicht unter Druck gesetzt werden dürfen. Und trotzdem wird es getan. Das Jobcenter in Hildesheim sagt dazu, dass es aufgrund der Gesetze keinen Ermessensspielraum habe. Man wolle aber mit den Kleins im Gespräch bleiben. Der Soziologe Klaus Dörre hat eine andere Beobachtung gemacht. Er hat unzählige Interviews geführt mit Sachbearbeitern und sieht eine gewisse Willkür. Je schwieriger gewissermaßen die Fälle sind, die Vermittlungsfälle, also wenn Menschen wirklich nicht mehr können, sind schwierige Fälle auf Seiten der Sachbearbeiter, desto größere Probleme machen sie und desto eher neigt man eben dazu, zu sanktionieren. Bringen tut das überhaupt nichts. Es führt dazu, dass solche Menschen zusätzlich drangsaliert und entwürdigt werden. Wenn es um angeblich arbeitsunwillige Hartz-IV-Empfänger geht, wird gerne nach Sanktionen gerufen. Die Jobcenter verfügen über ein regelrechtes Bestrafungssystem. Und das wird exzessiv genutzt. Zwischen Juni 2013 und Mai 2014 wurden bundesweit mehr als 1 Million Sanktionen verhängt. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass derart sanktioniert und ja, dass Menschen bevormundet werden, dass sie entwürdigt werden, das ist ja genau das. Das sind die unwürdigen Arbeitslosen, die mit Hartz IV zurückkehren. Das wird durch die Sanktionen hergestellt. Sebastian Kreimeier will unbedingt arbeiten. Seit dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums sucht er einen Job. Auch mit Hilfe des Jobcenters. Die Termine dort sieht er anfangs noch als Chance. Doch das ändert sich schnell. Ich habe das Gefühl, dass Ignoranz auf der anderen Seite vorherrscht oder Gleichgültigkeit. Dass es ab einem gewissen Punkt egal ist, was mit mir passiert. Und dass es nur wichtig ist, dass ich da bin beim Meldetermin, der Haken kann gemacht werden und gut ist. Und das ist mir zu wenig. Sebastian Kreimeier schreibt unzählige Bewerbungen für Jobs, die er sich selbst heraussucht. Die Angebote vom Jobcenter sind für ihn wenig hilfreich.
Zwei Termine mit seinem Sachbearbeiter lässt er deshalb sausen. Auch er bekommt Post. Das Jobcenter kürzt ihm 20% der Leistungen. Aufgrund der verpassten Termine. Sanktionen statt Hilfe. Ich suche die ganze Zeit trotz Sanktionen einen Job. Das ist für mich von Anfang an unabhängig gewesen. Ich habe für mich immer selber selbstständig Jobs gesucht. Das Jobcenter hat zumindest nichts sehr effektiv in der Richtung gearbeitet. Mit den Sanktionen war es aber schnell. Er hat sich Anwalt Till Koch genommen. Koch klagt regelmäßig gegen Sanktionen von Jobcentern. Bei ganz vielen Sanktionen ist es so, dass ich sage, hier fehlt einfach der gesunde Menschenverstand des Sachbearbeiters. Wenn ich das mit einem Menschen, mit einem Mann, mit einer Frau auf der Straße bespreche, dann schütteln die den Kopf und sagen, nee, Herr Koch, das kann es nicht sein. Für Sebastian Kreimeier ist das Jobcenter Holzminden zuständig. Bei der Sanktion habe man keine Wahl gehabt. Man halte sich an geltendes Recht. Und das sehe eben eine Bestrafung vor. Dabei zweifelt selbst der stellvertretende Leiter des Jobcenters an der Wirkung der Sanktionen. Ob die in einem jeden Fall, der der Gesetzgeber im Moment vorgesehen hat, die erwünschte Wirkung erzielt, nämlich die bessere Zusammenarbeit, das bezweifle ich persönlich genauso, wie viele andere Experten das auch tun. Aber im Moment ist die Situation so, wie sie ist. Die Situation ist aber auch, dass Jobcenter Sanktionen übereifrig verhängen. Viele Bestrafungen sind sogar rechtswidrig. Wer klagt, hat gute Chancen, Recht zu bekommen. In Niedersachsen werden 35% der Hartz-IV-Verfahren ganz oder teilweise vom Kläger gewonnen. Die Tatsache, dass viele Sanktionen nicht rechtens sind, zeigt, dass das ganze System eigentlich am Rande der Rechtsstaatlichkeit operiert. Und wenn das so ist, dann muss man es dringend verändern. Und dazu würde gehören, dass man die Sanktionen einfriert oder am besten ganz abschafft. Das Ehepaar Klein geht nun einen anderen Weg. Sie hoffen, dass sie eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen, nicht mehr Hartz IV vom Jobcenter. Sabine Klein wurde schon ein positives Signal gegeben. Also ich wünsche den Leuten nichts Schlechtes. Aber das müssten die mal mitmachen. Selber am eigenen Leib spüren.